grüße euch, schön, dass ihr eingeschaltet habt zur weiteren Folge Winter Survival mit mir, dem Fuchsel. So, ich habe jetzt hier ein bisschen gewartet und habe jetzt hier ein paar Kohlen rausgebracht. 3 Stück an der Zahl. So, und damit sollte ich jetzt eigentlich in der Lage sein, diesen Klebestift herstellen zu können. You need the crafting bench. Mercer. Okay. Ich baue eine Werkbank. Irgendwie frustrierend, was man alles so machen muss. Okay, wo ist denn die Werkbank? Fischerstation geht nicht, dafür brauche ich das Ding. Ich brauche die Werkstattstation, dafür brauche ich einmal Metalldraht. Weichholzbrett. Wie soll ich ein Weichholzbrett eigentlich herkriegen, wenn ich die in eine Fischerstation bekomme? Das ist jetzt aber irgendwie ein Fehler, oder? Beim Weichholzbrett kriege ich ja nur hier an der Tischlerstation. Und für eine Tischlerstation brauche ich ja 4-mal Klebestift. Ich habe sogar zu wenig. Mann. Mit anderen Worten, ich komme gerade nicht weiter. Das heißt, ich brauche wieder. Muss wieder in der Umgebung suchen. Das ist. Ich bin mir nicht sicher. Ob das wirklich so gut durchdacht ist, wie das hier soweit ist. Bin ich mir echt nicht sicher gerade. Ah ne, Moment, der Eingang ist jetzt hier und der Seite hier. So, Hausbug. Hausbug, Hausbuff. Okay, andere Frage. Was brauche ich für das richtige Lagerfeuer? Machen wir erstmal hier ein einfaches Lagerfeuer. Ich hätte gerne das richtige. Da brauche ich noch 2 Felsen, 3 Zunder. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin, das kriege ich hin. Vor allem Zunder brauche ich erstmal. Und Zunder kriege ich, indem ich hier. Ja, das. Das heißt, ich muss erstmal 2 Tiere erledigen. So langsam. Langsam hat das Spiel wirklich so einen, ich weiß nicht, so einen sinnlosen Punkt erreicht. Ja, jetzt muss ich Baumrinde sammeln, muss ich erstmal Baumrinde finden erstmal. Okay, warte mal, das geht ganz einfach. Vor allem Tiere, die einzigen Tiere, die ich jetzt noch erledigen könnte, wären halt Hasen, wenn ich die mit Steinen abwerfe. Das ist halt aktuell. Muss ich erstmal mindestens einen Hasen finden. Bei uns zu Hause war ein Hasen in der Nähe. Da hinten, wo der Wolf den Kadaver frisst, war ein Hasen in der Nähe. Es wäre einfacher, wenn ich mir so einen Speer bauen könnte. Oder wenn ich jetzt nochmal einen finden würde. So, jetzt sollte ich genügend Material haben, um den herzustellen. 1, 2, 3, so. Dann brauche ich noch Steine, 2 Stück. Und Steine sind hier. So. Gut, jetzt kann ich hier das richtige Lagerfeuer bauen. Das richtige Lagerfeuer. Na? Ich muss es näher am Bett hinstellen eigentlich. So, es brennt sogar 7 Minuten. Sauber. Weichholzbrett. Richtiges Lagerfeuer habe ich gebaut. Das Problem ist halt, jetzt muss ich nur ein Strohbett bauen. Aber dafür ist dieses Strohbett hier leider im Weg. Und das Strohbett kann ich leider nicht wegbauen, weil da muss ich mir nochmal eins bauen. Strohbett. Stück Weichholz, 4 Stück und hohes Gras. Stück Weichholz und hohes Gras hauptsächlich. Gehen wir einfach langsam nach und nach wieder an die ganze Sache ran. Hier so ein bisschen Weichholz. Ist hier noch irgendwo was? Da ist ein Wuff. Ah ja, Moment, warte mal. Ich bräuchte noch Steine. Einen einzigen Stein habe ich noch. Okay, jetzt habe ich wieder ein paar mehr. Weil hier sind ja auch Hasen rumgelaufen. Hinten rennt zum Beispiel einer.
Da hinten sitzt er. Aber da ist auch ein Wolf. Wo ist jetzt hin? Da hinten rennt er. Kann er mal eine Sekunde stehen bleiben? Wo ist er jetzt hin? Na super. So, okay, wir brauchen noch mehr von denen hier. Wir brauchen noch ein bisschen Weichholz. Das wollte ich eigentlich zufällig finden. Dass ich nicht wieder einen Baum umhauen muss. Oh, da ist er. Ach komm, das war doch ein Treffer. Wo ist er jetzt hin? Das war, glaube ich, eine Einbildung. Im Zweikampf könnte ich theoretisch den in das Wildschwein schlagen. Dieser verdammte Fake-Hase. Das hätte der erste sein können. Hm. Wo haben wir denn hier... Ich sehe immer, wie jetzt so Framerate-Einbrüchen kommt, einfach so. Einfach so. Da wären nochmal Hasen. Einer ist verschwunden. Okay. Ah, komm schon. Vielleicht kann man die auch gar nicht mit den Steinen erschlagen. Das würde zumindest erklären, warum ich jetzt dreimal... Einigen wir uns auf zweimal. Ich habe zweimal geworfen und zweimal getroffen. Ja, das war er. Tier 1 erledigt. Kaninchenfuß. Flasche Glücksbringer, der oft als Aberglauben für positive Schwingungen getragen wird. Mhm. Bringt mir im Grunde genommen, keine Ahnung, gibt es irgendwie so ein Glück? So, hier sind sogar Heilkräuter, guck mal. Handwerk-Kräutertee, sehr gut. Den bräuchte ich, dann könnte ich eigentlich mal diesen blöden Parasiten loswerden. So, ich würde gerne nochmal einen Hasen erledigen. Wie viele Steine habe ich noch? Mit den beiden habe ich zwei. Das ist ein Vogel, den kann ich leider nicht erledigen. Ansonsten brauche ich noch ein bisschen Weichholz. Jetzt sag er mal. Geh ich mal hier hoch. Ich weiß gar nicht, warum es sich jetzt so zuppeln tut. So. Hier komme ich nicht rein, ich habe übrigens die Tasche. Es gibt Wichtigeres, als sich aufzuwärmen. Beispiel ein Hasen jagen. Hm. Habe ich eigentlich noch Wasser dabei? Nicht mehr viel. Och nö, das Wolfsfleisch ist vergammelt. So ein Scheiß. Die eine Möhre ist auch vergammelt. Ich brauche einen Hasen, den ich nur mit allen Steinen erledigen kann. Okay, zumindest habe ich wieder ein bisschen Munition. Da wäre noch mal einer.
Okay, dann hat er es nach Hause gegangen. Der Hase ist nach Hause gegangen. Ich glaube, ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht den zweiten Hasen selbst noch erledige, ohne euch dabei, dass wir uns dann wieder oben treffen, sondern wieder ein bisschen weitermachen können. Bin ich gerade am Überlegen, tatsächlich. Habe ich meine Axt da? Ich habe doch mal eine Axt. Wie viel Gewicht kann ich noch tragen? 7. 7 ist nicht viel. Vergleich sogar sehr wenig für das, was ich brauche. Nee, es ist ein toter Hase. Ach, Mist. So. So. Gut, ich wünsche, ihr könnt einen Speer bauen. Geht aber leider nicht wegen... Naja gut, wer die letzte Folge aufgepasst hat, wir brauchen eine Jagdstation. Für eine Jagdstation brauche ich eine Tischlerwerkbank. Für die Tischlerwerkbank brauche ich eine andere Werkbank. Und dafür brauche ich wiederum anderes Material. Hier oben könnte noch ein Speer vielleicht sein. Wenn es der ist, wo ich noch nicht drauf war. Das war der, wo ich schon drauf war. Das war der, wo ich schon drauf war. Hier ist der Unterstand hier. Bahnhof. Katzendraht. Ich nehme den Katzendraht mal mit, für den Fall, dass man irgendwie den braucht und als Metalldraht benutzen kann. Wir brauchen ja für irgendwas, brauchen wir nochmal Metalldraht. Ich weiß noch nicht mehr für was. Ist jetzt zufällig ein Hase in der Umgebung. Nein. Stückchen. So. Ist hier zufällig ein bisschen Weichholz. Jawohl. Nehmen wir mal 2 mit. Kann ich jetzt so ein Strohbett bauen? Dann habe ich nämlich die Aufgabe auch schon mal erledigt. Geht. Home sweet home. Someday, I hope. Neues Zuhause. Quest abgeschlossen und ich habe eine Errungenschaft bekommen. Home Scenario completed. So, und ich habe auch das schnell nutzen können, um schnell speichern zu können. Mit anderen Worten, jetzt läuft alles gut. Muss nur noch der Rest gut laufen. Da ist noch eine Kiste versteckt, guck mal. Boah, lass es da irgendwas mega geiles drin sein. Stoff. Bohnen, Müll. Und noch größerer Müll. Da sitzt ein Hase. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den erwischen werde. Bevor er sein Loch verschwindet. Ich muss noch ein Tier legen. Das kann doch nicht so schwer sein. Wieso werden eigentlich da gerade die Prozente angezeigt? Was habe ich denn da gedrückt? Ah, wenn du R drückst, dann kannst du die Prozente anzeigen lassen. Keine Ahnung, wieso ich R gedrückt habe. I don't knorke. Der Hase rührt sich nicht mehr. Was liegt da? Gammelfleisch. So, brennen. Okay. Aber trotzdem kann ich hier nur eine Sache drauf tun. So, Rezepte. Jetzt müsst ihr auch eigentlich diesen Kräutertee machen können. Pfannkuchen, man kocht Ding. Omelette, Kräutertee hier so. Geht nicht, weil. Zu wenig Wasser wahrscheinlich.
Ich fülle mal schnell Wasser auf. Oder es geht nicht, weil gerade schon mal was zum Kochen ist. So. Wie schön die Bude hier leuchtet eigentlich. So, benutzen. Essen. Okay, Rezepte. Kräutertee. Ja. So, jetzt muss ich noch den Kräutertee schlürfen. Jetzt muss ich noch den Kräutertee schlürfen. Hier ist er. So. Und weg sind die Parasiten. Hurra! 10 Folgen und endlich sind sie weg. So. Haben wenigstens ein Problem schon mal gelöst. Können hier draußen mal schnell hingehen, das Haus so ein bisschen angucken. Habe ich gleich schon mal Material für einen Screenshot, ist kurz. So. Screenshot wurde inzwischen am Lager gespeichert. Ja, passt. So. Habe ich feuchte Klamotten? Nein. Soweit geht es mir aktuell, sag jetzt mal vorsichtig, gut. Magst du es mal weggehen? Jetzt ist es weggegangen. Ich habe sogar nochmal einen Hasen. Habe ich 2 erlegt? Okay. Schwächungseffekt des Lagerfeuers. Müssen immer noch ein Tier legen. Weiß ja blöd, wenn die Grundsachen doppelt so viel Kohle kosten. Prozent, das ist in Ordnung. Schlafen wir 2 Stunden. This feels so good. Tun wir noch mal ein bisschen verlängern. Holen wir das Feuer mal aus. Wir müssen dringend noch ein zweites Tier legen, weil ich weiß nicht, was passieren wird, wenn wir jetzt halt jetzt nochmal das Trauma ausgelöst und wir haben die Aufgabe nicht gestanden. Nicht, dass wir es dann halt, unumkehrlich dann da haben, die Aufgabe. Muss doch irgendwo noch ein Hase sein. Kann doch nicht so schwer sein. Tag 7, Survivor. Survive 7 Days in Endless Mode. Der Hase ist nach Hause gegangen, aber da wären noch 2 weitere. Mit einem gut gezielten Wurf. Der war fake. Nein! Den habe ich doch voll getroffen. Ist voll in seinem Bauch abgeprallt. Och nö. I'm cold. Hallo, kalt. Ja, auch wieder diesen Bug mit der Ausdauer. Hier ist irgendwo ein Raubtier noch. Ja, unter mir. Das Problem ist halt, selbst wenn es ein Wildschwein ist, ich kann es nicht angreifen, weil ich jetzt gerade diesen Ausdauer-Bug habe. Also Hase ist wirklich die beste Option, die ich habe.
Wenn er mal eine Sekunde stehen bleiben würde. Gut, hab's kapiert, ich gehe nach Hause. Na, sehen wir uns gleich wieder. Weißt du, was das Geilste ist? Ich kann nicht mal speichern gehen, weil ich hier nicht mal in mein Haus reinhopsen kann. Mal gucken. Vielleicht kann ich über das Fenster. Nee. Brauche ich denn mein Hämmerchen? Ja, ich weiß. Oh Mann, ich muss sie auch herstellen. Kostet auch wieder 1000. Oh nee, geht sogar. Okay, eine Sekunde. Ach nö, jetzt ist mein Bett weg. Ach Mann, das ist doch mega scheiße. Okay, mal überlegen, wo habe ich das andere Bett hingebaut? Oder kann ich es vielleicht doch noch schnell bauen? Nee, zu wenig Stroh, zu wenig Weichholz. Ich verpasse den gleichen Weichholz in die Eier, ey. Das ist doch wohl nicht. So. Ist hier mein Fenster hin. Bis theoretisch in Zukunft hier so reingucken können. So. Was baue ich jetzt für mein Bettchen? Das müssen wir jetzt wieder herbauen. Das hilft ja nichts. Okay. Scheint nicht viel zu sein, die Einkaufsliste. Bisschen von dem hier, bisschen von dem hier. Ein bisschen von dem, dann wird ein Baum hacken. Geht nicht, weil keine Ausdauer. Was brauche ich für den Schlafsack? Noch 5 von denen. Nein. Hier. So. Kurz speichern. Jetzt kann man neu laden. Ich habe auch nicht mal eine Ahnung, wie ich mal diesen Bug überhaupt triggern tut. Ob das einfach nur alle 24 Stunden halt einfach passiert. Also in-game oder so. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Muss ich ehrlich sagen. Guck mal, mein Webstuhl ist wieder da. Mein Bett auch. Dafür ist mein Lagerfeuer weg. Als erst wollte ich mich hier freuen, so, ach cool, guck mal, ist mein Zeug sogar noch da. Und jetzt hat... das... Das Spiel weiß echt, wie man einen Mittelfinger zeigt. Es ist echt unfassbar. Kann bei schlechtem Wetter kein Feuer machen. Eine Möglichkeit habe ich noch. Ja, genau, ins heiße Wasser rein, dass ich auch noch sterbe, Mann. Ich komme ja nicht mal mehr raus. Du, da starte ich nochmal neu. Das ist ja mega scheiße. Alter! Also manchmal merke ich echt die... Manchmal gehe ich echt, dass das Spiel so viele, ein paar Bugs hat, die wirklich wehtun. Der Bug tut irgendwie besonders weh, irgendwie, dass jetzt hier mein Lager vorher nicht mehr da ist. Weil kann ich aber mehr eins bauen, weil ich kein Material habe. Zunder. Es gibt nur eine einzige Lösung, wie ich hier lebend aus dieser Sache noch rauskomme.
Der Wolf ist inzwischen... Oh ne, der liegt da. Zeig ich doch, dass der tot war die ganze Zeit. Ich muss wohl wieder zurück in die Höhle, weil... Ja. Ich kann ja kein Lagerfeuer bauen, wenn ich kein Material habe. Hase, aber ich glaube, der ist falsch. Weißt du, dass ich sogar zwei Fake-Hasen treffe? Das ist ein Wildschwein. Vielleicht hängt er da fest, dass ich ihn schnell killen kann. Schlag zu! Ich glaube, der nimmt gerade Anlauf. Er scharrt mit den Hufen. Ich habe ihn geblendet. Jetzt hauen weg. Och nö, jetzt ist die Axt auch noch im Arsch. Warum die kostet doch so viel? Hohes Gras. Also langsam habe ich echt so das Gefühl, als ob ich hier wirklich vom Pech verfolgt werde. Ja, sag mal, wann stirbt denn das endlich? Jetzt so. So, jetzt muss ich mich beeilen, weil es geht hier langsam mein Leben flöten. Ich bin am Erfrieren, deswegen tue ich mir einfach einen Verband um den Arm wickeln, das passt dann schon. So. Jetzt muss ich wirklich in die Höhle zurück, weil sonst werde ich hier nicht mehr überleben. Die Situation ist aktuell kritisch. So, duschen müsste ich auch mal wieder. Beziehungsweise baden. So. Okay, Temperatur nimmt wieder zu. Zumindest schon mal aus dem Todesbereich draußen. Außerdem ist die Temperatur viel zu niedrig immer noch. So. Dann tun wir uns erstmal ein Schwein braten. Das ist noch nicht alles. Erstmal können wir hier nochmal in der Anpassung. Hier ganz am Anfang. Können wir das wieder herstellen. So. Damit sind die Negativen wieder weg. So. Leckeres Schweinefleisch. Schweinefleischstärkung, was bringt denn das? Langsame Regeneration deiner Gesundheitspunkte. Hm. Klingt eher nach negativ. Na okay, wir werden sowieso so ein Negativ kriegen. So. Ich glaube, diesmal ist noch wieder so eine... Ja, jetzt kriegen wir wieder so eine. Was macht denn das hier eigentlich? Ach nee, das hier ist die Desorientierung. Was war denn das hier oben? Bei Halluzinationen, die die Realität verzerren. Ich glaube, ich nehme lieber das hier. Die aggressiven Tiere wie Wölfe können als Halluzination erscheinen. Ich nehme das hier lieber, weil das andere, ich würde ja gerne noch erkunden. Das ist ja immer das. Boah, ich höre ja schon Tiere sich nähern.
Ich würde ja gerne die Umgebung erkunden. Da ist es ein bisschen blöd, wenn dann jetzt hier mir Höhlen verborgen werden. Verdorbene Beere. Die Fleisch geht aber ziemlich schnell hops, muss man sagen. So, jetzt gehe ich erstmal baden. Hui! Wäre cool, wenn allein das hier schon helfen würde. Dass man nur im Wasser drin ist. So, sind wir wieder sauber. Dann ziehen wir uns schnell wieder an. 1, 2, 3, 4, 5. So, und jetzt ist wieder alles in Ordnung. Dann müssen wir jetzt wieder ein Lagerfeuer bauen. Und dafür brauche ich Material. Ich habe gerne das Richtige wieder. Zunder. Zunder lässt sich jetzt schnell herstellen. Einmal. Okay, wir lassen uns mal noch ein bisschen sammeln. Okay. Noch ein bisschen Material hier gesammelt. Dann nehmen wir hier noch die restlichen Hütten mit. So, und dann werde ich jetzt einfach mal hier weiter Material sammeln, dass ich das Lagerfeuer neu in die Hütte reinsetzen kann. Nee. So, das werde ich jetzt einfach machen. Dann werde ich das Lagerfeuer neu bauen. Und dann würde ich in der nächsten Folge da dann weitermachen. Sag mal Level 16. Ich bekomme keine EP mehr, oder? Doch, bekomme schon noch welche. Sah aber so aus, wenn sie es gar nicht mehr füllen würde. Na gut, genauso mal werde ich es jetzt machen. Dann bedanke ich mich dafür, dass ihr da eingeschaltet habt. Würde mich über ein Like, einen Kommentar und ein Abo freuen. Und wenn ihr in der nächsten Folge natürlich wieder live dabei seid, ein Stück Dinge und ein Ast bauen und ein paar. Wie gesagt, das werde ich jetzt einfach schnell allein machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Tschüss.